He's a Phantom. So, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Dauntless. Und was ich mitbekommen habe und was mich auch selber gefragt worden ist, was sind denn Transmog? Das sind einfach nur kosmetische Gegenstände. Ich mache das jetzt hier gerade im Hintergrund und ändere jetzt gerade die Farbe. Mehr ist das einfach nicht. Und dann kann man sich noch das mit den Steinen kaufen. Das kommt gleich. Und zwar, ich werde mich jetzt mal kurz schön einkleiden, wenn ich schon dabei bin. In einer schönen Farbe. Nicht, dass ich mir den Standardblödsinn da habe. Und das sind die ganzen Special-Farben. Oh, die man von den ganzen Bio-Mobs bekommt. Und dann noch die ganzen gekauften Farben. Okay. Aber sieht eigentlich ganz okay aus, glaube ich. Ja. So. Dann die Transmogge. Es gibt eine Währung namens Transmog Stein und die kann man sich kaufen. Soweit ich weiß, geht das nur übers Kaufen oder im Battle Pass, was wieder halt auch mit dem Kaufen zu tun hat. Und dadurch änderst du einfach nur den Skin von dem, was du ausgerüstet hast. Das gilt jetzt für die Laterne, auch für die, da können wir jetzt andere Schuhe machen. Obwohl das derselbe Typ bleibt, können wir uns halt, wenn uns eine Rüstung gefällt, mit diesem Stein diese Rüstung anlegen und sie so aussehen lassen, als wäre sie von Typ, weiß nicht, Terra oder Schock, obwohl wir eine normale Rüstung anhaben. Wenn man diese Rüstung halt feiert, das kann man damit machen. Sonst ja, kann man halt auf den Rüstungen Mods und so verteilen und kleine Buffs, kennt man ja natürlich. Ja, im Battle Pass dürfte es halt drinnen sein irgendwo. Irgendwo habe ich das gesehen. Ja, da haben wir es halt, das Transmogstein. Ändert das Aussehen eines Gegenstandes zu dem eines anderen. Das erklärt es ziemlich gut, hoffentlich. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen weitergeholfen, weil das haben sich auch echt viele in Google gefragt. Also wenn man diese Frage mal eingibt, es gibt echt viele Einträge dafür. Und ja. Ein paar Sekunden später. So, jetzt machen wir noch einen neuen Gegner, den ihr noch nicht kennt, und zwar den Nysaga. Also ich kenne ihn auch noch nicht, ich mache ihn jetzt zum zweiten Mal. Beim ersten Mal bin ich ländig draufgegangen. Aber ja, wir haben nur PC-Spieler in der Runde, das ist schon mal was anderes, okay. Vielleicht sind die ja gut, weil meistens, weiß nicht, nichts gegen PS4-Spieler, ich bin ja selber einer. Aber ab und zu sind PS4-Spieler echt lost. Es tut mir leid. Ja, schön, dass du das Feuerwerk holst. Ich hätte es gar nicht gewusst, dass hier ist. Und ich weiß nicht, was mit diesem Typen los ist. Er macht Elektrokugeln. Wie soll man abwehren? Und ich renne hin und kriege jetzt schon wieder extrem Damage. Ich meine, ich habe zwar nicht die Schockrüstung ausgerüstet. Ich habe die Terra-Waffe ausgerüstet, weil die habe ich auf Full. Aber die Schockrüstung habe ich noch nicht, weil ich die noch nicht so ganz besitze, weil ich mir noch ein bisschen Ausrüstung dafür craften müsste. Ich wollte euch einmal einen vorstellen, wieder mal für diese Folge. Und ihr seht schon, er schießt Elektrokugeln durch diese komischen gelben Stäbe. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Elektrokugeln zurückschießen soll. Aber ja, keine Ahnung, ich werde es jetzt nochmal versuchen. Und das Komischste überhaupt, wenn man geschockt ist, kann man sich nicht heilen oder sonst irgendwas machen. Komplett komischer Effekt, aber ja, Verbrauchsstände und Interaktion blockiert. Das ist sehr, sehr komisch und ein sehr, sehr starker Gegner. Wie man sieht, ich bin jetzt schon wieder fast down und wir haben ihn noch nicht mal irgendwas gemacht. Ja, ich bin K.O., geil. Nice. Bin überfordert gerade, aber er ist bewusstlos. Einfach mal drauf eindrischen. Das muss gut sein. Und ich krieg sogar einen Buff mit Schutzschild. Geil. Und es ist wieder weg. Nice. Mann, lass mich doch einfach da weggehen. Was ist los mit dir? Ich will da einfach nur aus der Ecke raus. Ich habe schon wieder Schaden bekommen. Geh weg. Hey, es ist sehr, sehr komisch, der Gegner. Ich weiß noch nicht, was seine Schwachstelle ist. Weil jeder Gegner hat ja eine bestimmte Schwachstelle. Oder ist sehr, sehr einfach zu durchschauen. Aber ich check's hier gerade nicht. Entweder stehe ich auf dem Schlauch. Dann ist das jetzt schon der zweite Kampf und ich check's noch immer nicht. Nämlich in der zweiten Phase von diesem Monster machen diese Kugeln einfach schon fast One-Shot, wenn du nicht diese Schockrüstung drauf hast.
Das ist richtig extrem. Okay, irgendwie verbindet er sich mit den Stäben da. Und holy shit. Hä? Kann man die kaputt machen oder was? Ah, geh weg! Alter, ihr seht, wie viel Schaden die machen. Hä, kann man die kaputt machen oder was? Jo, die kann man ja wirklich kaputt machen. Das heißt... Okay, dann lügt die Beschreibung. Oder sie hat sich nicht klar ausgedrückt. Man muss diese Stäbe besiegen. Und dann ist er kampfunfähig. Weil ohne diese Stäbe ist er nur noch mehr so halb gefährlich. Also ohne die Kugeln. Ja, nice. Okay. Ja, seht ihr, also man muss irgendwie immer nur alles herausfinden. Und ja, ich habe jetzt halt zwei Versuche dafür gebraucht, ne? Und jetzt müssen wir halt immer davor schauen. Warum kriegt er Schaden? What the fuck? Jetzt müssen wir halt immer schauen, dass wir das alles K.O. bekommen. Kacke, da ist die Kugel rausgekommen noch davor. So, ja, Mates, schön, dass ihr mithilft. Da, jetzt kommt sie. Hui, danke. Beim letzten, wenn es schon zerstört ist. So, ich hoffe, sie sind jetzt auch drauf gekommen, dass das so geht. Und er geht auch viel schneller K.O., bilde ich mir ein. Okay, ist ja nice. Ich mache schon ernsthaft gut Schaden. Die ganze Zeit, also überhaupt keine Probleme mehr habe ich damit. Also man braucht ja einfach nur wissen, dass man die Tore zerstören muss, damit er ja fast kampfunfähig wird, würde ich jetzt mal sagen. So, da schießt jetzt wieder welche raus. Aber okay, machen wir wieder kaputt. Und davor habe ich auch einfach mit Pistole gespielt. Also mit Pistole kann ich mal überhaupt nicht. Ich wollte etwas Neues ausprobieren. Aber das Gameplay war so scheiße, das wollte ich euch einfach gar nicht antun. Es tut mir leid. Oh mein Gott, was waren das für große Kugeln. So. Ja, okay, er holt. Er macht schon wenigstens mit. Boah, diese Fünferkette ist aber eigentlich auch immer sehr, sehr robust. Aber okay, er ladet sie auch komplett immer auf. Und er ist jetzt schon fast K.O. Wow. So, und da haben wir ihn auch schon besiegt. Und ich bin sogar ein Level aufgestiegen. Und wir haben, mein Rang ist leider C und Teamrang ist leider A. Ist eigentlich ganz okay. Die Folge ist wahrscheinlich etwas kürzer, aber ich hoffe, es gefällt euch. Anstatt Pocket Mortys, denn das erscheint am Sonntag nicht. Lasst gerne trotzdem ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und wenn es euch geholfen hat. Und damit bin ich raus. Tschüss!